So! Oh! In Ferie So. Mario, Leute, endlich wieder. So sieht's aus. Nein. Ja, die Aufnahme Okay, läuft wieder. willkommen. Weiter haben sie es nicht gesagt, nur so haben sie gesagt, aber ist okay. Wir Gut, ich machen jedenfalls begrüße jetzt zu weiter. einem neuen Part Among Us und diesmal ohne Conan, nur mit den guten Leuten. Nee, Conan ist tatsächlich leider noch dabei, aber Nico und Rasierer haben uns verlassen. Sie sind nicht mehr am Leben. Das Okay, jetzt nicht, startet. Deswegen Los machen wir geht's. eine Tributfolge an sie. Ja. Deswegen Conan, gibt's jetzt. Kill Count. Ach, Kill. Das können die Leute selbst sehen. Das können die Leute. Jetzt mach Nee, los. Cooldown. wir sind auf 45 YouTube. Sekunden. Gar nicht, wir sind auf YouTube. Die Leute können nicht lesen. So. Ach so, wir sind auf YouTube. Ich dachte, Ich habe aber eine er schlaue postet das. Community. Ich habe solche Leute nicht, die nicht zuhören. Ja, wir haben, aber wir haben Wir 17 wissen doch die Leute. Community. Bis auf den einen Kommentar schreiben, weil. Gibt es eigentlich schon Leute, Eine die Let's Community Plays muss auf. viel mehr liken, abonnieren und kommentieren und außerdem muss sie die Glocke aktivieren. Denn mit jedem Like hilfst du ihm, weiterzukommen. Mit jedem Like kriegt er einen IQ hinzu. Damit Und zeigst du, eventuell. dass du den Kanal machst und ihn unterstützt. Eventuell noch dein Patreon Das wollte ich unterstützen auch gerade sagen. Patreon, ja. und Mitglied in dem Kanal werden. Conan OnlyFans, kriegst du exklusive Mathe-Stunden, ey. Ich wollte gerade schon fragen, gibt es eigentlich schon Let's Plays auf OnlyFans? Na sicher doch. Nee. Das Geht ergibt bei doch gar mir. keinen Sinn. Ja, Wieso 30 ergibt Dollar das keinen Sinn? pro Video bei mir, also. Ja. Normal. Also du kannst es ja sogar mit irgendeinem sexy Content, kannst du das ja kombinieren und Ja dann gut, das irgendwie so stimmt ein bisschen natürlich. ASMR Du oder hast so. vollständig recht, das ergibt überhaupt keinen Sinn, deswegen gibt es auch keine Hot Tubs auf Twitch. Das Das macht nee, keinen aber ich Sinn. meinte halt Let's Dieses Plays auf Spiel macht es OnlyFans. Ich keinen dachte, Sinn. OnlyFans ist nur so, keine Ahnung, du Boah, kannst Conan. so. Lass mal lieber die Runde starten. Die Frag mal Supergirl-Kram machen. deine Realschüler und Realschülerinnen, was OnlyFans ist, und jetzt starte endlich die Ich Runde. weiß, was Ja. Sonst hat daraus noch so einen Spotify-Podcast mit 8 Leuten. Glückwunsch. Ja. So, Dani. Eieieiei, was wieder Ja, jetzt Anfangs bitte für endlich. Gespräche hier, Ich bin okay. auch vor langem nicht mehr am Poster gewesen. Auf geht's. Also jetzt? Suspicious. Gleich mal hier die Maschine da hinten betätigen. Ach, ich scheiße gleich auf in diesen Scheiß und wieder rein. Mein Gott, ey. So, zack. Use. Bitte killt mich nicht zwischendurch. Ach, Licht. Licht juckt nicht. Aber wir haben da unten eh nichts. Kann ich auch wieder rauslaufen. Denn kann ich auch wieder ruhig löfen. Wo ist das da unten? Okay. Er macht den hier. Sony macht auch den hier. Sony und Reggie machen zumindest schon mal. Ah, nee, da runter muss ich. Zumindest schon mal relativ safe Task. Wenn sie sie nicht machen, dann können sie es ganz gut verstecken. Sagen wir es mal so. Jetzt ist wirklich richtig finster. Also jetzt wird es langsam kritisch. Aber ich habe immer noch keine Lust, das Licht zu fixen. Ich will Tasks machen. Hier wurde ich vorhin gekillt. Okay. Fight ist es. Darf den Task einfach nicht Oh, machen. krass. Der kam mir aus Krass, okay. Specimen entgegen. Ich bin weitergelaufen und dann lag da eine Leiche. Also ich Es war sei denn natürlich, durch die Lichter, die aus waren, habe ich eine andere Person nicht wahrgenommen. Aber das kann ich natürlich nicht sagen. In meinen Augen ist es Fight. Zünni und ich waren kurz bevor die Lichter jetzt ausgegangen sind, noch im Health, wie heißt das Ding, wo man halt sehen kann, ob Leute noch leben. Und Weitel? Weitel. im Weite, genau, im Weite. Und da lebten noch alle. Und das war so, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Sekunden, bevor jetzt der Report Ja, kam. ich denke mal, Fight wollte mich killen, aber Also es war sein genug Cooldown. Zeit, dass ich bis zu Electric gelaufen bin in der Zeit. Also Ja. wenn Dann war Fight es halt also ein weniger Kill Cooldown von gehabt Ja, hätte, genau, das weil dann kann es ja, einer okay. allein gewesen sein. Ja gut, es sei Genau, natürlich Lüge, genau. ne, ist ja klar. Dann war es ein Kill von beiden, würde ich auch sagen. Also das ist ja safe wegen Cooldown. Und Fight macht schon Sinn, ne? Oder hat er Ja. da irgendwas Ja, gegen zu Veit, was hast sagen? du denn zu sagen? Hallo? Also Veit höre ich nicht, falls du was sagst. Entschuldigung, hallo. Ich war stumm geschaltet. Ja, ich kann nur sagen, ich war es nicht. Ich habe auch keinen gesehen, der jetzt da war. Es war dunkel und ich habe auch keine Leiche gesehen. Hast du mich gesehen? Dich habe ich gesehen. Da war Verstand es ja ich wieder denn? hell.
Da war es noch, nein, das stimmt nicht, da war es noch nicht hell. Die Lights sind immer noch aus, so wie jetzt. Ich konnte die Lights nicht anmachen. Also die Lights sind überhaupt nicht angewiesen. Ja, also damit bist du ja noch mehr safe für mich. Okay, also ich kann zum Thema Kollege und Self-Report sagen, bevor ich da im Waldhill war und gesehen habe, dass noch niemand gestorben ist, hat Rockchu mich ganz alleine im, was ist das für ein Raum, im Storage stehen sehen, ist reingegangen, ist wieder rausgegangen. Er hätte mich locker killen können. Veit also meinte gerade, Licht wäre angewiesen. Ja, also ich wollte gerade sagen, die Aussage, dass Veit sagt, es war wieder hell, ist schon mal auf jeden Fall falsch, ja, weil es war bis zum Ende dunkel. Ja, für mich reicht das jetzt. Ich bin da auch für falsch. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine andere Ansicht oder so, aber das ist ziemlich ungünstig gewesen, wenn du es nicht warst. Ne, er war es ja, also. Ja, ich sag Lichter, wenn, die Lichter waren halt noch aus. Also das waren sie definitiv. Ja. Sind die überhaupt wieder angemacht worden? Nein, eben nicht. Nein, ich sehe nee, gerade als ich bei den Lichtern war, ja, ich sehe ja noch oben links, wie der Pfeil da blinkt. Das sagt mir ja, dass es immer noch aus ist. Ja, stimmt. Ja. Veit, du musst noch irgendwas klicken. Aber ich oder sag du. Mal, ich sag schon mal ciao. Nice. Okay, Colin ist der andere. Da hat er Colin ein Messer in den Zeh gestockt. Ne? Er tut richtig weh. Oh, Jan schreibt, er wäre in einer halben Stunde am Start. Wow, oh, nice. Oh, muten, oh Gott. Bitte. So, kann ich jetzt den Dings da unten zu Ende? Ich krieg da immer, wenn ich den machen will, werde ich abgebrochen. Es ist unfassbar, ne? Es ist wirklich unfassbar. So, können wir den jetzt endlich mal... Dankeschön. Dann haben wir die beiden hier noch und dann war's das ja auch schon. So, jetzt haben wir noch die Baumcontrols. Ach so, und jetzt muss ich das Wettermodul noch oben zu Ende machen. Ja, dann gehe ich unten. Ach, jetzt ist hier auch wieder zu. Moin, Sunny. Keiner hat Bock, das Licht anzumachen. Das ist schon sad irgendwie. Aber ich auch nicht. Ganz ehrlich. Aha. Conan ist der andere. Also er kam mir oben entgegen und dann habe ich, direkt kurz nachdem er mich passiert hat, konnte ich den Leiche reporten. Ich habe da keine Leiche gesehen. Wo war denn da eine Leiche? Also, Will jetzt. Nee, die Lilien habe ich gesehen. Nee, Quatsch. Der Content kam mir halt entgegen. Habe ich dann gerade den Report-Button übersehen? Robby, bin ich komplett blind? Robby, also, nochmal, welche Leiche war das jetzt? Ich hab die Leiche nicht gesehen. Ich habe nur einen lilanen Mannequin gesehen, dem entgegenkam. Mir ist auch gerade jemand entgegengekommen, das ist richtig, das warst du. Ja, aber ich habe keine danach, Leiche gesehen, es war zu dunkel. Und zwei, drei Schritte danach ging der Report-Button halt hoch und du warst vielleicht, weiß nicht, du warst natürlich nicht auf derselben Höhe wie ich, du warst ein paar Pixel höher. Vielleicht war die Leiche unten, aber... Also keine Ahnung, eine Leiche habe ich nicht gesehen, also auf den scheiß Report-Button achte ich viel zu selten. Ja, das ist halt, ich würde dir gerne glauben, aber das ist nicht so einfach für mich. Ja, es ist okay, aber... Ich habe auch noch was zu sagen, hallo! Ja, bitte. Unser Gespräch ist jetzt, ja, Entschuldigung. Vor 10 Sekunden oder so war ich im Vitals, dann habe ich gesehen, dass drei Leichen es schon gab, aber Dani war noch nicht tot. Also wahrscheinlich hast du dann Dani reportet, weil er muss gerade erst gestorben sein. Ja, du hast auf jeden Fall Dani reportet, weil es war ein gelbes Viech, was beim Report angezeigt wurde. Ich habe auch keinen anderen Mitspieler gesehen tatsächlich, nur dich irgendwann. Und dann, ja, also ich habe auch gerade gesehen, dass einer tatsächlich vorbeigelaufen ist, das ist richtig. Ja, es kann halt sein, dass die halt weiter unten lag und du deswegen eventuell nicht gesehen hast, keine Ahnung. Also ich auf den Report-Button achte ich viel zu selten. Es kann sein, dass der angezeigt hat, ist gut möglich. Ich glaube dir halt leider nicht. Musst du nicht, aber du tust, ich sag mal, der Besatzung damit keinen Gefallen. Auf den Report-Button achte ich zu selten. Allein dafür wirst du jetzt schon geworden. Das ist okay. Ja, diese Aussage ist halt nicht so geil. Ja, aber ich meine, denkt an meine Isaac Plays, wenn ich irgendwelche Sachen nicht sehe. So, richtig. Das ist meine Aufmerksamkeit. Du hast ja keine Plays, ist ja das Ding. Ja. Und was sagt Sunny dazu? Hat der irgendwas beizutragen? Außer ein Vote? Nee, ich war jedenfalls fixiert auf meine Passes. Gerade Conan gewotet. Ja, ist okay, aber wie gesagt, ihr tut euch damit keinen Gefallen. Ihr verliert damit. Hm.
Aber wenn jetzt eh schon zwei für mich gewotet haben, dann ist ja eh schon. Achso, ja, ich kann skippen. Unentschieden machen, theoretisch. Wir können ja beide, ja, wir skippen mal. Vielleicht wird es ja spannender dadurch. Habe ich doch gern gemacht. Dann mache ich meinen Task aber, zu Ende und dann habe ich alles. Aber Respekt an den Impost. War da echt? Ich habe da nichts. Können wir das Video uns nochmal angucken? Ob da wirklich eine Leiche? Ich habe da nichts gesehen. In diesem Scheißlicht. Das ist unfassbar. Ne? Hier ist es wieder nicht. Muss da oben rein. Mensch. Ich will doch nur da oben rein. So, jetzt bin ich fertig. Jetzt könnt ihr mich mal. Jetzt wird's endlich wieder hell. Liegt hier vielleicht auch eine... Nee, es ist noch nicht hell, oder? Liegt hier vielleicht auch eine Leiche drin? Nein. Aber jetzt ist es wieder hell, oder? Ja, stimmt. Weil jetzt ist ja auch der Pfeil weg. Hier geht's zu, da ist Zinni. Muss jemand anderen finden, solange mich Zinni verfolgt, muss ich jemand anders finden. Oha! Oha! Das war eine Reichweite. Ich hätte nicht gedacht, dass das reicht. Shit. Das war nicht schlecht. Lol. Eine Leiche gefunden. Das war nicht schlecht. Ich muss echt mal versuchen. Ja, danke. Oh. Alles klar. Oh mein Gott. Oh. Huh. Colin war es wirklich nicht. Ein Glück. Ja. Nice. Es war im Office. Ich bin gerade ins Office gekommen von Communications. Ich habe dich auch gesehen, Robju. Ja. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass du das warst. Aber ich kann dich nicht komplett ausschließen. Du bist im Office und kamst woher? Was? Ich stand doch gerade mit irgendwem vor Electrical. Alter, mit mir warst du da. Zinni und ich waren beim Electrical. Wir waren an Türen aufmachen. Um das Licht zu fixen. Ich war gerade bei O2, weil man diese Soda-Stream-Flaschen, keine Ahnung, was es ist, hier auffüllen muss. Mhm. Sauerstoff ist das. Ja, genau. Entschuldigung, ich bin tot. Und da bin ich ins Office gegangen, weil ich zu Specimen war das, glaube ich, noch musste. Und da habe ich auch Conan gesehen. Specimen? Ich musste zum Specimen, glaube ich. Aber das war im Office. Scheiße. Ich meine, Zinni hat mich mehrmals killen können, tatsächlich. Hätte ich mich auch mehrfach killen können. Deswegen glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass du das warst. Ja, ich war es ja auch nicht. Deswegen bin... Oh nein, ey. Es tut mir leid, wenn alle, die jetzt genau wissen, was die richtige Entscheidung ist und mich beurteilen, wenn ich mich falsch entscheide. Und Zinni, wie geht's dir so? Eigentlich dachte ich, dass es orange ist und das gerade einfach nur einen Self-Report gemacht hat. Aber das kann nicht sein, weil du gerade mit mir vor der Tür warst. Leute, sonst Zinni. So, Zinni, wie geht's dir sonst so? Zinni played hier wieder. Das ist super. Oh, ihr macht das mir schwer, ne? Was macht die Frau, was machen die Kinder? Okay. Wir müssen eine Entscheidung treffen, ne? Mhm. Nein, ich muss eine Entscheidung treffen. Oh Gott. Oder du hast Conan in Specimen begegnet und hast ihn dann gekillt? Das war nicht in Specimen, das war im Office. Ach so, du. Da hast du nicht gesagt, du warst im Specimen und hast dann Conan gesehen? Nein, ich musste zum Specimen. Ah, okay, entschuldige. Ich war auf dem Weg dahin und im Office habe ich ihn dann gesehen. Was? Du warst auf dem Weg zu Specimen und hast ihn im Office gesehen, aber die Lichter waren noch aus. Wie konntest du ihn denn da sehen? Nein, die Lichter waren schon längst wieder an. Er war schon tot. Ich habe seine Leiche gesehen. Ja, wo genau lag die denn im Office? Ich glaube nicht ganz im Office, sondern oder darunter. Waren die Lichter wieder auch zwischendurch? Keine Ahnung. Ja, kann genau, auch sein. Im Gang war das. Oh Mann, ey. Das Ding ist zählt. Ja, aber ein Self-Report wäre halt auch ultra dumm jetzt. Ja, das wäre extrem dumm. Mann, ey, was soll ich tun? Verdammte Kacke, ey. Das Ding ist, Zinni hätte ja Conan killen können, dann war. Zinni hat ja dumm, okay, nämlich Veggie. So. Ich werd's bereuen.
Boah. Das war's. Oh, unglaublich. War das knapp. Oh man. Also Rob, dich verurteilt hier niemand. Nein. Es geht jedem ich so. Wusste es. Aber ich es ist schon Wahnsinn. Ich bin nicht sicher, es ist so zum Kotzen. Zinni hat euch auch Zinni ist auch immer, Zinni, ich hätte immer Connens so Aufnahme gesehen. Einfach. Ach, Zinni, wolltest du mich im Electrical killen am Ende? Ja, wollte ich. Das Zinni, warum tötest du denn? Warum nimmst du mich? Weil es dumm ist. Weil ein Selfie dumm ist und du Veggie bist. So. Ja, dankeschön. Ja, aber du hättest doch Robbio töten sollen und nicht Conan. Ja, aber Conan war halt gerade da. Ich hab auch. Aber ich war erstaunt, wie krass die Reichweite von dem Killer ist. Gern geschehen. Ich hab das bei mir gesehen, du bist so einen ganz komischen Bogen um die Tür rumgelaufen, sodass du gerade so die Leiche nicht gesehen hast. Das war aber extrem knapp. Oh, Conan, gern geschehen. Wahnsinn, einfach. Einfach das war Wahnsinn. Also, ich finde das krass, wie ich mich einfach selbst als Besatzungsmitglied immer sass mache. Es ist unfassbar. Ja. Vor allem, ich bin 2 Meter vorher noch entgegen, aber das war überhaupt kein Thema, leider. Oh, Reggie, es tut mir leid. Ich glaube, Zünni hätte in der Runde auch 1 gegen 100 gewonnen. Das war ja unglaublich. Ich glaube auch, ja. Das war schon eine Verkettung unglücklicher Umstände. Wenn ihr gesehen hättet, wie Zünni mich gekillt hat, ne? Der ist 3-mal irgendwie angekommen, hat mich nicht gekillt. Dann kommt er auf einmal aus dem Nichts von unten an, killt mich. Und das war dann die Situation, wo Conan irgendwie auch da rumgelaufen ist. Oh, ich habe alles gesehen, immer richtig entschieden bis zum... Er hat alles gesehen, er hat dich halt gekillt, ist dann runtergegangen, ist Conan entgegengekommen und Conan ist da oben gegangen, komischen Bogen gelaufen, ist entgegengekommen. Und der hat dann reported. Conan hätte eigentlich Zünni komplett, hätte Zünni reporten können. Oh Mann, ist das eigentlich schon, also er hätte zumindest sehen können, dass Zünni von außen reinkam, also naja, es war nicht ganz obvious, ob man mir den Report-Button angezeigt hat oder nicht und den einfach nur wieder nicht registriert habe. Ich guck da einfach nicht hin, ich war fixiert auf meinen Kopf. Ich will es genau auf der Aufnahme sehen. Das kann nicht wahr sein, Reggie reicht mir die Hand und ich beiße ihm einfach ab. Ganz gut, dass ich trotz Failen trotzdem auch gewonnen habe. Ja, war auf jeden Fall eine starke Runde von Zünni, kann man nicht anders sagen. Und von Fight. Zünni, jetzt Zette. So, los jetzt. Respekt an den Imposter. Okay. Let go. Daniel und ich jetzt, komm. Jetzt bitte. Scheiße. Ich glaube, ich bin jetzt, komm. Aber ich konnte noch den Arsch gerettet für nichts, ey. Jetzt sind wir alle Imposter außer Conan. Lol. Not again. Ich war meine Nerven. Kein scheiß Imposter. Ich kann das nicht. Na gut. Wie lange kann man eigentlich in so einem Dings bleiben? In so einem... Weißt du schon. Ich will hier nicht rein. Okay, ich gehe wieder raus. Ach, kann ich jetzt gar nicht? I see. Wie lange kann man... kann ich es mal versuchen, so ein Viech rein kann? Nein, wenn da einer gerade ist, kann ich es schon mal nicht versuchen. Wie funktioniert das jetzt? Ich klicke hier drauf und dann klicke ich hier hin. Und dann klicke ich hier hin. Und dann kann ich da einfach irgendwie raus oder was. Und ich kann hier aber so lange drin bleiben, wie ich möchte. Oder wie sehe ich das? Oha. Moin. Zwei? Oh, was? Ja, ich habe Zünni hier unten links gesehen, unter O2. Dass Dani nicht reportet wurde. Okay. Ich hab sonst niemanden gesehen. Ich kam gerade von oben, von Electrical da die Ecke. Ja, ich bin, ich bin einfach nur nach, Laboratorium gegangen und dann zum Specimen Room und hab auf dem Weg einfach niemanden wahrgenommen. Also. Ja, du warst auch nicht. Ich hab dich gesehen. Ich war in der Nähe von unten links. Ich habe tatsächlich noch Weapons zusammen mit Dani gemacht und den einzigen anderen, den ich auf der Ecke gesehen habe, war Counter. Der ist zu Communications gegangen. Genau, und ich bin in Vitals gegangen und vor 7 Sekunden, also bevor das losgegangen ist mit dem hier Report, war nur Zünni tot und nicht Dani. Okay. Also muss
Dani richtig schnell getötet worden sein. Was mich so suspekt nochmal, es könnte sein, dass einfach Reggie self-reported. Und ja. Also aber nicht, der hat Zuni reported, oder? Ja, der hat. Ich habe Zuni reported, ja. Nein, Zuni. Reggie wird immer den self-report beschuldigt. Was ist, wenn Dani in den Raum gegangen ist und die Leiche reporten will und du den tötest und du dann Zuni reporten? Okay, gut. Das war sogar so, ich habe sogar erst noch 2 Sekunden gewartet, um erstmal zu gucken, ob da noch irgendwer anders in der Nähe war. Aber ich war scheinbar der Einzige. Also Zuni war wirklich schon länger tot, das stimmt überein. Da muss es einfach Glück sein, dass jetzt Dani auch mitgestorben ist. Ja. Ob das jetzt Glück ist, weiß ich nicht. Aber so und so. Wer hat das gerade als Glück bezeichnet? Ich. Ja, da muss halt einfach Glück sein. Wer hat das jetzt eher als Pech bezeichnet, so? Nicht Glück für die Leiche, Conny. Was hat. Glück hat doch was mit Wahrscheinlichkeit zu tun. Pech hat einfach. Wenn du Glück so definierst, ja. Die Frage war, aus wessen Sicht das Glück und Pech ist, aber okay. Ja, Glück für die Imposter, natürlich. Was soll ich sagen? Pech für uns. Müssen wir was eigentlich voten? So es wäre besser. Ja, wir sollten auf jeden Fall voten. Ja, das ist ja schön, aber für jeden sind die Chancen gleich schlecht. Das ist natürlich jetzt echt blöd. Das ist das Problem. Ich würde sagen, es ist Conan oder Ricardo. Also ich würde sagen, es ist Reggie. Also passt auf, Leute, ich bin Crewmate, Leute, ich bin Crewmate. Also Ricardo ist der Einzige, den ich in der Nähe von Dani irgendwann mal gesehen hatte, aber das kann reiner Zufall sein, wirklich. Also ich habe eigentlich keine Ahnung. Wie lange ist das her? Conan, wo warst du? Leider ziemlich lange schon her. Conan, wo warst du? Ziemlich lange, okay. Ja. Und Counter ist ja auch der am Ende war. Also vermutlich ist es nicht Counter. Ah, ich kann nur skippen eigentlich. Ach, fuck. Ja, wir können nicht skippen. Ich skippe jetzt, weil das nicht immer... Ich vote nach meinem Bauchgefühl. Dann skippe ich auch. Ich skippe jetzt, weil ich Ricardo nicht wieder wählen will. Okay, wer hat geskippt? Okay, ja, dann die Imposter haben geskippt, aber naja, wie auch immer. Okay, es ist Veit und Kollege. Es sind Veit und Kollege, 100%. Alles klar, kein Thema. Okay, gut, wenn ihr das meint. Kein Problem. Ich habe mich schon wieder verklickt, verdammt, das sieht wieder aus, als ob ich stehen bleibe. Mein Gott. Ey, aber Wenden ist cool. Ich bin schon wieder falsch hier unterwegs. Ja. So, wir kommen ich kann schon wieder in den muten. Was ist denn jetzt los? Diesmal wird nicht geskippt. Also ich bin nach wie vor Crewmate, Leute. Ja, ich auch. Ich würde ganz gerne mal wissen, warum Kollege und Veit geskippt haben, weil das ist in der Situation echt sehr sus. Ja, weil ich Ricardo also ich habe doch auch geskippt. Ich habe auch müssen voten, weil sonst ist ein Double Kill und es ist vorbei. Also es ist so, zu skippen ist quasi das Schlechteste, was man machen kann als Crewmate. Für mich war halt die Beweislage nicht eindeutig. Ich großartig Ahnung habe von dem Spiel. Ich möchte niemanden unschuldig verdächtigen, dann skippe ich. Conan, du hast niemanden gewotet, oder? Ich habe halt wieder zu langsam wahrscheinlich. Scheiße. Ich wollte aber skippen. Das Ding ist, aber es ist, aus meiner Sicht gibt es da niemanden, der jetzt wirklich krass verdächtig ist. Also in meinem Fall. Ja, deswegen kann ich jemanden verdächtigen. Also ich kann ich schon, ich aber. Also ich, für den Skip. Ich sag es im Fight und Kollege, weil die tatsächlich geskippt haben. Lass mal zuerst. Stopp. Conan meinte er wollte. Erklär mir mal, was jetzt. Wollte nur skippen. Wäre er Imposter, hätte er geskippt. Ich glaube, du gehst von falschen Tatsachen aus. Du gehst immer davon aus, dass Con oder ich oder sonst irgendjemand weiß, wann man am besten skippt. Und ja, richtig. Also ich skippe für mich. Aber wenn ihr skippt und ihr innocent seid, dann verliert ihr. Punkt. Ja, soweit denke ich gar nicht. Ich skippe für mich, weil ich mich als so ein bisschen Richter sehe und wenn ich keine Beweise gegen den Angeklagten habe, dann gilt für mich im Zweifel für den Angeklagten. Aber ich verstehe jetzt, was du meinst. Aber das ist eine Spielstrategie, da bin ich noch gar nicht dahinter gestiegen. Ja, Xea, schon mal daran gedacht, dass sie einfach dumm sind, also dass das nicht vergessen. Ja. Okay, aber ja, es ist natürlich richtig, dass man bei 6 gegen 2 eigentlich ein Skip fatal ist. Genau, und deswegen voten wir jetzt jemanden so. Ja, wir voten jetzt Veit, weil Ricardo ist jetzt hier für mich. Wenn Ricardo dann
für so ist, dann ist das halt so. Wer hat nochmal eben geskippt? Ich habe nicht aufgepasst. Veit und Kollege. Veit und Kollege, aber ich gebe zu, dass ich ausskippen wollte, wenn es mich verdächtig macht, bitte, aber... Nein. Ich will jetzt Veit, weil Ricardo es genommen hat, ich finde, es gibt es nicht verdächtig, weil ich hätte niemals so weit gedacht. Bauchgefühl sagt mir, es ist eher Kollege, aber naja. Ich bin's nicht, ich bin Crewmate. Also wenn ich jetzt will, also ich muss mich jetzt für jemanden entscheiden, ich soll jetzt nichts skippen, sonst mache ich mich verdächtig, oder wie sehe ich das? Bauchgefühl. Also wenn ich mich sonst verdächtig mache, dann... Ich habe jetzt Kollega gewotet, auch wenn das komplett gegen meine Gesinnung geht. Ich glaube nicht, dass das so ist. Xia, wie safe wärst du wegen Kollega? Nein, ich bin Quiet, Leute. Ja, ist okay. Das ist wahrscheinlich. Es ist sowieso letztendlich ein kompletter Random-Vote, weil wir haben keine scheiß Anhaltspunkte. Das ist mein Problem, deswegen kann ich das nicht. Deswegen ey, Dani, es tut mir leid. Es ist besser, jemanden rauszuvoten, als wenn wir einfach skippen und dann gekillt werden. Dann voten wir jetzt wahrscheinlich den Falschen raus. Dann haben wir zumindest eine Chance. Dann voten wir den Falschen raus. Der Kollege meldet sich ab, Leute. Farid Bang ist noch da, Leute. Also. Alles klar. So gefällt mir das. Eigentlich reicht jetzt ein Kill, ne? Ein Kill reicht und das war's. Die haben den Falschen rausgewotet, damit reicht ein Kill. Die Nummer ist durch. Muss mich jetzt nur 40 Sekunden bedeckt halten und er auch und das war's. Cool. Kann man anbieten. Wir brauchen nicht mal einen Doppelkill, wir brauchen einen ganz normalen Kill. Den kriegen wir ja, weil ist ja kein Problem. Ich muss ja nur an einem vorbeilaufen und ihn killen. Ich muss nur einen finden. Ist nur eine Frage der Zeit. Weil über die Tasks gewinnen sie nicht mehr. Ciao. Ja, scheiße. Es war Conan. Ich wusste, dass Conan ist, ne? Das hätte ich nicht erwartet. Aber wenn du es wusstest, dann hast du nicht gewotet. Hab ich doch. Ich hab Conan gewotet. Ach so. Nein. Ja, einer hat mich gewotet, richtig. Also, Sagen wir es mal so, die Theorie war schon richtig, aber da war halt einer dabei, der einfach geskippt hat. Ricardo, dass sich Robcho durch den Skip verdächtig gemacht hat, fand ich so gut. Ja. Conan, Alter, mit deinem Plädoyer für den Angeklagten. Ich wusste, es war entweder Conan oder Ricardo, einer der beiden, und ich wusste, dass nicht Robcho ist. Dummheit wird bestraft. Dani, wie überrascht warst du, als ich aus dem Vent rauskam? Das Ding ist halt, in der Sekunde, wo ich mich entscheiden musste, ob ich jetzt Veit oder Robcho vote, war Robcho so still. Deswegen habe ich den gewotet. Was soll ich denn sagen? Du, das war auch beide alles Legend. Sorry, was soll ich denn sagen, außer ich bin Crewmate? Mein Bauchgefühl hat mir halt in dem Moment gesagt, gut, Veit hat sich am Anfang verteidigt, Robcho hat die ganze Zeit gar nichts dazu gesagt, dann vote ich eher Robcho. Ja, Veit hat sich, glaube ich, ja gut verteidigt. Also war legitim. Conan habe ich halt wirklich abgekauft, mehr oder weniger, dass er halt skippen wollte, aber es nicht gemacht hat. Und ich dachte, so gut wäre Imposter, hätte er wahrscheinlich eher tatsächlich den Skip-Knopf gedrückt. Conan, also. Verteidige ich mich jemals? Also, ich bin ja fast nie der Dani, Position, dass ich verteidigen muss, weil ich bin dann hier aus. Also, sagen wir es mal so, es war die Dani, wie sah das aus Spielersicht aus, dass ich aus dem Vent raus bin und dich sofort gekillt habe? Ich habe den Vent habe ich gar nicht gesehen, weil ich war dabei in Task. Alles klar. Das ist ja gesehen, noch besser. Dann sieht man das nicht mal, wer dich killt. Cool. Naja, doch. Man sieht ja, wer einen killt. Ja, aber erst wenn die Animation kommt. Genau. Dass ich aus dem Vent raus bin, hast du gar nicht realisiert. Du bist vorher noch so treu doof an mir vorbeigelaufen. Einmal kommt der. Das war auf jeden Fall wieder. Ich habe zum ersten Mal Vents genutzt und dann stand da einfach gerade einer direkt über einem Vent und hat eine Task gemacht. Habe ich gedacht, ich gehe mal kurz aus dem Vent und kill den. Und dann kam gerade der Report auch von dem anderen und dann dachte ich so, oh. Ja, das war echt hart. Das war echt richtig Glück für euch. Ich habe bestimmt 20 oder 25 Sekunden in dem Vent verbracht, weil ich mich rausgetraut habe. Ja, ich bin auch im Vent rumgewurschtelt, bis ich dann gesehen habe, da steht einer gerade günstig und dann bin ich raus. Ich hatte mir nur gedacht, was mache ich denn, wenn jetzt jemand sieht, wenn ich da raus springe? Ja, genau. Boah, ich mache mir einfach eine Post-it-Note, wo ich raufschreibe, in welchen Fällen ich nicht skippen darf, damit ich das nicht vergesse. Das hat so geholfen, dich jetzt da auszuvoten. Mein Gott. Jan meinte, er wäre da. Ja, dann kann er auch noch den Rest der Zeit mit rein. Na, jetzt sind wir bei einer halben Stunde, das geht. Das geht natürlich. Da ist er. Das ist doch noch nicht ganz zu spät, aber zumindest für viel Aufnahme ist es jetzt nicht mehr. Aber so eine halbe Stunde oder so kann man noch die Aufnahme machen. Also, der nächste ist Dani und Jan. Dann warten nein, Dani und ich. Dani und Robcho. Warte noch kurz, und dann auch im Dings. Dann geht die Runde 3 Minuten, dann werde ich alle killen hier, Wichser.
Edgy ist auch noch weg. Ach, sorry, Code, Aufnahme, sorry, sorry. Der Code ist immer noch der letzte, der da steht. Also DWKYOF. Die wilden, ja, Kerle, genau. YF. Y, Entschuldigung. Ja, aber egal. Ja, das kenne ich, das mache ich auch öfter. So, Jan, red mal kurz, ob du laut genug bist. Ich rede mal kurz, ob ich laut genug bin. Perfekt. Direkt leiser. Dann muss ich dich nicht hochstellen. Ich muss ihn haben ja nämlich heute individuelle Lautstärkenanpassung für alle unsere Teilnehmer. Ja, es ist ja schließlich auch ein großer YouTuber. Zu leise, dann dreh ich den ein bisschen hoch. Da muss man das dann auch mal bieten, ne? So komplett individuell sind sie jetzt auch nicht. Conan, machst du mich bitte 0,3 Dezibel lauter? Nee. Kannst du dich vielleicht einfach leiser machen? 0,3 Dezibel, also 3 Bell. Nee, ich bin nicht orange. Ich muss orange sein, sonst funktioniert die Frisur nicht. Moment. Dankeschön. So. Dumm einfach. Okay, nice. So, 9 wieder. Müssen wir wieder irgendwas umstellen? Kill, gut, Jan ist wieder mit dabei. Sekunden. Ich werde wahrscheinlich komplett vergessen, dich ins Thumbnail mit reinzupacken, aber ist egal. Das ist okay. Gut. Sowieso heute ist ja einfach Laufkundschaft. Ja, es ist eigentlich. Ja. Ach Gott. Freudenhaus. Weißt du, Colin, wenn du mal ein bisschen wirtschaftliches Know-how hättest, würdest du das jetzt direkt nutzen, um für dein großartiges Among Us Let's Play zu werben, weil da einfach jeder Among gerne Let's gesehen. Werbe ich für meine Among Us Let's Play. Switch ist schon wieder da. Übrigens. Nicht, okay, nice. Und Among Us Let's Play, Alter. Runde gestartet. Zu dumm. Gut. Good luck, have fun. Ich bin einfach schon wieder. Bis auf Conan natürlich. Ich will das nicht. Bin ich schon wieder im Post. Ich kenne die Map nicht. Was kann man da als Imposter so machen? Ich drück doch auf Mute. Oh Mann. Ich gehe da mal hoch. Da kann ich mich zumindest nützlich machen, Lul. Oh, okay. Ja gut, Freunde, ne? Dann ist das so. Ich will wieder wenden. Wenden war so cool. Hui! Und einfach weg. Man ist komplett woanders unterwegs. Oh, direkt 2 Stück. Nicht schlecht. Ist Amoto Jan? Ja. Nee, Donald ist Jan. Ricardo hat wieder seinen Namen. Achso, der liegt genau in Southwest. Also mitten. Was ist denn Southwest? Neben dem. Southwest. Ja, unter ja. O2. Da, wer war denn als letztes O2. So im Südwesten? Ah, okay. In dem Gang. Ich aber auch, krass, also ich war gesehen, leider. Wir haben ja, also es waren ja 2 Leute mit mir, Northeast, da bei dem. Ja, sag schon, das waren Zuni und ich. Genau, und ich bin danach runter nach Weiter. Und das waren ja dann 10 Sekunden oder so. Und ich bin gerade aus Weitem wieder raus. War so auf Höhe, weiß ich nicht, Laboratory so ungefähr. Und als ich in Weitem war, war noch keiner tot. Das heißt, es waren dann 10, 15 okay. Sekunden und insgesamt. Okay, dann kann ich Zuni hart clearen, weil ich war die ganze Zeit mit ihm zusammen. Das macht den Sinn. Das macht echt Sinn. Also ich hatte Amoto tatsächlich noch im Südwesten gesehen, in diesem Raum. Nicht dem ganz untersten Raum im Südwesten, sondern dem da direkt drüber, dem kleinen Raum, nicht O2, sondern der unter O2. Da hatte ich ihn noch gesehen und dann bin ich weiter Richtung Weapons gegangen. Aber dann kam der Report, also es muss irgendwann vor kurzem gewesen sein, dass er getötet wurde. Es könnte ein Self-Report sein, das will ich damit sagen. Ich habe niemand anderen gesehen, außer Amoto. Außer Kollege, meinst du? Hä? Kollege Amoto. Nein, Amoto, genau. Den Gestorbenen. Kollege Amoto. Ja. Amoto, der Gestorbene. Achso, du hast Robcho hast du nicht gesehen, okay. Nein, ich habe niemanden gesehen, aber es könnte ein Self-Report sein, weil ich eben niemanden gesehen habe. Ach aber stimmt, ich habe ja reportet, wenn du vergessen. Wenn du Southwest warst und nach Weapons gegangen, ja egal. Und wo war Conan eigentlich? Hallo, Conan? Conan war im Vent. Conan wendet dich nicht. Hallo? Conan hat sein Mikrofon gewendet. Ja. Hallo, Conan? Ja, jetzt haben wir dich. Ich war mit den anderen da oben. Da war noch eine große Gruppe, ne? Wo oben? Definiere oben, Nordwest. Dieser Nordost. Rechte Löffel, ich kann das Ding doch nicht richtig aussprechen. Was, wie heißt das? Sag mir mal bitte den Fachbegriff von diesem rechten Löffel. Wo warst du danach? Wo warst du danach? Mit, durch die Aussage, danach bin ich Richtung Elektrische gegangen. Okay. Löffel sind die Dinger, wo du
Wie heißen denn diese Dinger? Extrem dächtiger Kontinent. Seismic Stabilators heißen die bei mir. Ach du Scheiße. Dann bleibe ich bei Löffel. Erdbeben-Verhinderungsstäbchen. Dann bleibe ich bei Löffel, aber okay. Wenn du schon Löffel sagst. Das meinst du mit Löffel? Wenn du schon Löffel sagst, sagst wenigstens auf Holländisch. Die Dinger da oben, wo die ganzen anderen waren. Ey. Ihr sieben Leute nicht voten. Mann. Nein, das war ja, ich habe Skip gewotet. Bei sieben Leuten votet man Skip eigentlich. Dann halte ich mich jetzt mal dran, weil ich habe wieder niemanden, den ich verdächtigen kann. Ich finde Jan ein bisschen suspicious, weil er ja direkt da war. Richtig! Wieso votet Jan jetzt einfach für mich? Okay. Wow. Okay. Das sind Statements. Jan hat keinen gesehen, aber votet für mich. Alles klar. Ja, Jan, ein bisschen Jan beobachten. Bisschen Conan Q88 beobachten. Komm, sabotiert. Na, dann machen wir das mal komm wieder richtig. Was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gemacht. Wie geht das? Aha. Erstmal kommen Sabotage aufgehoben. Gut. Wenn wir wieder einen Double Kill hinkriegen, wäre das natürlich Optimum, ne? Muss man mal so sagen. Da unten ist leider kein Vent. So, ich muss dran denken, dass jetzt gerade das Licht aus ist. Das heißt, die anderen sehen jetzt weniger. Ich muss da dran denken, weil bei mir ist es ja richtig rum. Das ist eigentlich echt ungünstig. Ich muss es hier dran, an dem Licht reparieren da unten. Daran muss ich das erkennen, dass das der Fall ist. Es ist so ewig bis dahin. Wirkt es suspicious, bis ich da hochlaufe? Nee, eigentlich nicht, weil ich von einer anderen Richtung komme. Jetzt ist es wieder an, das Licht, oder wie? Okay. Dann ist ja gut. Klinik scannen habe ich. Okay, jetzt machen wir erstmal hier die Schüsse. Der Kill wäre möglich. Wenn der jetzt Zünni findet, ich rast aus. Scheiße, ich bin mir nicht sicher. Ich habe gerade, also die Lichter waren aus und ich habe Zünni tot vor Office liegen sehen. Ist jemand an mir vorbeigelaufen? Ich will behaupten, es war Conan, aber ja, ich bin mir nicht sicher. Ja, du bist an mir vorbeigelaufen, das ist korrekt. Und dann kam der Report. Okay, und kurz hinter dir lag eine Leiche. Ich hab auch eine Frage an Counterfight. Hast du auch einen Report-Button aufblinken sehen? Nein. Okay, weil ich war ein bisschen weiter links von dir und dann ist es aufgeploppt, aber weil die Lichter aus waren, habe ich den nicht sehen können. Aber hier oben rechts im Laboratorium ist auch jemand tot gewesen, auf jeden Fall. Jan ist ja noch gestorben, ne? Ja, das wird dann wahrscheinlich. Hinter mir lag eine Leiche, sagst du, ja. Und du hattest kaum. Die war direkt links, also wenn du quasi aus Office rausgehst und dann über Weapons lag der. Also, Rob, ich vertraue dir. Runter. Ich mach mal gerade kurz Nägel mit Köpfen. Ich vertraue dir, Rob2, und ich vertraue dir, Xean. Und ich war im Security und habe die Gänge beobachtet, habe nichts gesehen oder nichts Verdächtiges. Ich hab mal eine außer, Frage. Dass ich Counterfight, warte mal ganz kurz. Counterfight habe ich gesehen, wie er in Richtung Laboratorium da reingegangen ist. Okay. Und weiß ich nicht, Conan und Fight. Ja, ich könnte es halt sein, das Ding ist halt schwierig, weil halt Lichter aus waren, aber. Ich habe mal eine Frage an Kollege. Ich konnte halt nichts sehen. Ja. Ich habe mal eine Frage an Kollega. Du warst mit Conan zusammen in Specimen reingegangen und Conan war dann durchgegangen und du warst nochmal wieder zurückgekommen. Wieso? Ich bin zurückgekommen? Ja, also ich bin reingegangen. Das stimmt, du warst oben rechts im Bereich, ne, um deine Task zu machen, oder? Genau, also wir waren alle oben rechts und dann warst du, glaube ich, zuerst reingegangen und dann war Conan hinter dir hergegangen und dann war ich reingegangen in Specimen. Als ich in Specimen dann tatsächlich drin war, war da niemand. Und als ich dann mit meinem Task fertig war, standest du da plötzlich wieder. Ja, ich bin kurz zurückgegangen, ich bin, wenn ich mich richtig erinnere, wollte ich halt erst rein. Also da war ich nach oben, dann gingen die Lichter aus. Dann bin ich zurückgegangen, um die Lichter wieder anzumachen. Dann kam mir Zünni entgegen. Dann gingen die Lichter wieder an. Dann habe ich mich wieder auf
nach Specimen begeben, bin durch die Türen, bin drunter gegangen, dann habe ich dich gesehen, rechts in der Ecke, bin ich weiter nach links gelaufen, dann habe ich gesehen, dass ich deine Task machen muss, dann bin ich zurückgelaufen und habe da diese, wo du dieses Blatt ordnen musst und diesen Totenkopf und so. Ja, okay, glaube ich, das ist detailliert genug. Ja, scheiße, nice. Wer ist es denn jetzt? Puh. Also, wo warst du, Robchu? Du warst im Laboratorium, als du auch einen Report-Button auf Blinken hast sehen. Genau. Und halt, ich hab Veit gesehen, wie er Northeast da reingegangen ist. Also, falls jemand interessiert, was ich gemacht habe, so. Ich bin von Weapons, wo ich einen neuen Highscore im Asteroiden abschießen abgeschlossen habe. Dann bin ich über. Conan, danke. Ich bin Okay. Warum? Macht für mich am meisten Sinn, das tut mir leid. Der macht da auch wirklich am meisten Sinn, das ist absolut richtig, aber ich muss euch leider sagen, Conan hat schon wieder gewonnen. Ihr seid auch so dumm, ne? Unglaublich. Ich kann ja nichts, ich bin die Lichterwand aus. Ich habe halt nur ihn gesehen, was soll ich denn machen? Aber ich bin verdächtig, weil ich Conan gewotet habe in Runde 1. Du hast, Robchu, du hast ja sogar den Report-Button gesehen. Ja. Ich bin dann direkt ins Event rein. Und das war ich hatte halt zwei Theorien. Ich habe halt keinen gesehen außer Fall. So, was soll ich denn machen? Ich hatte halt zwei Theorien gehabt. Entweder das naheliegende Conan hat ihn gekillt und ist mir dann entgegengekommen, was wahrscheinlich auch tatsächlich der Fall war. Oder irgendwie war es ganz abgespacedes. Kollege hat ihn gekillt und ist dann wieder zurückgekommen in Specimen. Aber das war ein bisschen weit hergeholt. Solche geilen Plays kann ich nicht. Ihr wart mir in der ersten Runde ja echt nicht auf den Fersen, als ihr gefragt habt, wo ich war. Und ich bin halt die ganze Zeit wirklich in dem Event hin und her und wusste nicht mehr, wann soll ich raus nach dem Kill. Und dann fragte mich, wo warst du? Und ich denke so, what the fuck, was erzähle ich jetzt schnell? Du warst so still, dann habe ich dich mal gefragt. Und dann hat es einfach gereicht, dass ich sage, ich bin Richtung Electrical gegangen. Yes. Und dann habe ich wollte gerade sagen, ich finde das super verdächtig, dass du einfach komplett still warst. So, ja, weil ich so, oh mein Gott, was sag ich jetzt schnell? Ich bin durch die Events, ich muss mir schnell was ausdenken. Das war der einzige Grund, warum ich dich gewotet habe. Dann habe ich mit dem Löffel rumgewurschtelt wieder. Es ist, man kann, das kann ich mir doof stellen. Ich hätte nicht fragen sollen, was Conan gemacht hat. Man kann sich so ganz ehrlich auf Nani wäre ich nicht gekommen. Also ich hätte wahrscheinlich dann als nächstes Fight rausgewotet. Also von daher hätten wir, glaube ich, so oder so verloren. Ich hatte die Runde echt richtig Glück mal. Richtig, richtig Glück. Ja. Was sagt die Aufnahmezeit? 40 Sekunden. Minuten. Dann machen wir jetzt noch ein Ründchen. Los. Ja, natürlich. Nani und ich, 5 Minuten. Ja, jetzt, wo Jan vor allem da ist. Alles klar. Jawollo. Jan hat auch nur 2-3 Bier getrunken. Es waren nur 3 Bier, glaube ich. 3 Bier, ich kann das gar nicht verstehen. Ich droppe, ich sag's. Wenn du der Esel nennt sich zuletzt, Junge. So, ich wünschte, es wären nur 3 Bier gewesen. Aber einen Lauf zugeführt hast, dann ist das, glaube ich, auch nicht so schlimm. Einfach schon wieder diese Kombination. Wollt ihr mich verarschen? Ich drücke auf Mute. Hier, press das. Okay, wir laufen hoch. Alter! Ist da nur einer jetzt? Nein, es sind 2, okay. Oh, wir hätten jetzt double killen können, das wäre voll lustig geworden. Aber haben wir nicht, natürlich. So, wo gehe ich hin? Ich gehe, glaube ich, die Reifen machen. Bei den Rädern ist es, glaube ich, schon so, dass dieses Ding erst hochgeht, wenn man, hier weißt du schon, ne? Wenn man da auch rumwurschtelt. Ich glaube, die kann man nicht, also ich glaube, da geht es nicht hoch, wenn... Weiß ich nicht, ist auch egal. Oh, wenn ich den gekillt hätte, wäre es nicht so gut. Wäre nicht so chillig, hier ist kein... Oh, komm, sabotiert, dann kann ich gar nicht weitermachen. Hihi. Oh. Ja. ist es Dani? Ja, ich wollte auch gerade sagen... Es ist sowas von Dani. Ich hab ihn gerade das Loch schiffen sehen. Und genau dann habe ich ihn die Leiche gesehen. Ey, Dani, aber ich bin doch gar nicht mit dir im Posto. Was soll denn das? Ich hab den Report-Button noch gesehen und ich hatte auch vorher Amoto und Dani und Conan zusammen gesehen. Aber Conan war nach Southwest gegangen. Also der war reingegangen. Ich mach die Räder gerade, ja. Ja. Hä, holy shit. Nein, ich bin auch Southwest. Ich war mit Conan zusammen. Also wer hat jetzt Dani noch gesehen? Genau, ich hatte euch alle gesehen, aber ich glaube Amoto und Dani waren dann wieder umgedreht. Ja, ich bin umgedreht mit Conan zusammen. Ich war gerade mit Conan bei den Rädern. Ich weiß. Conan? Ja, Conan, kann das mit doch dir bei den Rädern? Alter, Conan. Was? Conan, du musst was sagen, sonst bist du dächtig. Dani war bei mir, ja. Wieso?
Aber wenn war er danach, am Ende wenn auch danach noch jemand... bei dir, weil der Kill war literally in der Sekunde, wo er reportet wurde. Also verstehe ich das richtig, dass sowohl Conan als auch Dani schon wieder Imposter sind? Also Dani auf jeden Fall. Dani ist es doch geschlüpft, ja, direkt über Weapons. Dani war safe bei uns. Also, irgendjemand hat doch gerade gesagt, er hat Dani in ein Loch gehen sehen, oder was? Reggie hat das gesagt, glaube ich, ne? Ja. Ja, wann war das denn? Weil also gesagt, ich kann bestätigen, dass Amoto und Dani eben noch bei mir waren, als ich zu Communication gegangen bin. Da bin ich voll bei dir. Und ich bin dann zu Conan gegangen. Conan stand an dem mittleren Rad, ich bin ans rechte gegangen. Dann kam der Report. Ich habe gerade angefangen zu drehen. Okay. Ja. Du bist gerade ins Loch geschlüpft. Ich kam gerade aus Weapons, dann habe ich da die Leiche gesehen, den Report-Button. Dann habe ich dann eine gelbe Figur gesehen. Also. Und das Loch in Communications, da ist er reingeschlüpft. Xehan, hast du Reggie gesehen? Ist er dir irgendwie entgegengekommen oder sonst was? Nee, ich habe es tatsächlich, was ich tatsächlich gesehen habe, ist, dass der Report-Button neben mir aufgetaucht ist, weil ich noch im Communications-Fenster war, beziehungsweise ist gerade zugegangen. In Communications ist kein Loch. Ich fasse mal zusammen. Entweder es sind Dani und Conan oder es ist Reggie, so. Das macht Sinn, ja. Das macht nur Sinn. Ich möchte nochmal betonen, in Conan Communications ist kein Loch, daneben ist eins. Ja, Conan, das möchte den Poster, wird das natürlich wissen, ne? Ich hab jetzt die Karte offen, holy shit. Ich habe jetzt Dani gewohnt, tatsächlich. Ich würde aber gleich Conan und Reggie mal beobachten lassen wollen. Hundertprozentig. Die werden als Gefährder eingestuft, sagst du? Ja. Verfassungsschutz drauf. Verhaltensauffällig. Ja. Das sind ja alle hier. Ja, aber wie kann denn Reggie behaupten, dass Dani in den Loch ist, wenn er bei mir war? Niemand, das finde ich schon niemand, ziemlich... Ich möchte zusammenfassen. Sorry, das finde ich schon ziemlich ungünstig. Niemand hat Reggie gesehen. Er behauptet, ich bin in ein Loch gesprungen, was nicht da ist. Können wir einfach als nächstes Conan voten? Ich habe auch Conan nicht gesehen, deswegen glaube ich die Geschichte. Wir können Conan nicht voten, weil er keinen Plädoyer an den Angeklagten gemacht hat. Oh Conan, mach mal bitte ein Plädoyer an den Angeklagten. Plädoyer an den 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 Plädoyer. Ah ja, danke, gute Idee. Les Clans. Dann gehen wir mal fix nach oben, wa? Machen wir mal die Seite. Dann, ja, Kollege, kann ich nicht umdrehen. Ja. Hallo, ist drüben keiner? Jetzt. Das hat ja gedauert. Willst du wieder abhauen? Als ob ich irgendwas verbrochen hätte, verstehe ich gar nicht. Doch nichts getan. Ich habe ja wirklich nichts getan. Dani hat sich mal wieder komplett schlecht hier. Nein, ich will nichts sagen. Ich bin selber furchtbar. Also wirklich absolut. Ich mache jetzt den hier. Der dauert ewig, da steht man eine Weile rum. Allerdings ist es natürlich blöd, auch zuzugucken, wie das Ding da hochgeht. Oh mein Gott, schon wieder. Okay, ich geh jetzt mal so rum. Das wäre die Gelegenheit gewesen. Scheiße. Das war jetzt ungünstig, da hochzulaufen. Das sah ein bisschen sassy aus. Hier will ich gar nicht lang. Ist da jemand drin gerade? Nein. Könnte man machen. Da ist überall niemand. Das ist jetzt kacke. Muss ja die Räder noch zu Ende machen, ne? Da sind auch zwei drin. Super dummer Tod. Super dummer Kill. Sau dummer Kill. Was soll ich tun? So, jetzt. Conan, wo warst du gerade zuletzt? Ich bin in dem Decontamination-Dings. Okay, dann ist es Conan. Der muss an der Leiche vorbeigelaufen sein, um da hinzukommen.
Wo war denn die Leiche? Die Leiche lag in Admin und ich habe Conan noch vor mir ins Office gehen sehen und wenn er behauptet, dass er gerade in Decontamination war, dann muss er Nein, über eine Leiche war, drüber gestiegen sein. Nein, ich stehe gerade drin. Ja, da musst du über eine Leiche drüber gestiegen sein, weil da war sonst niemand. Ich habe mich extra nochmal vergewissert. Es muss sowieso Conan sein. Ja, also dann glaube ich waren es tatsächlich Dani und Conan. Ja, aber schon ein krasser Zufall, ne? Dass ihr euch gegenseitig in Schutz nimmt? Nein, das ist die gleiche Kombination wie vorhin. Aber so rein mathematisch gesehen. Aber möglich. Conan, der Zufall hat kein Gedächtnis. Das ist richtig. Deswegen, also ich bin mir aber... Ach nee, ich bin nicht schon wieder... Ach nee, komm. Och Mann, das ist doch... Ich dachte tatsächlich zwischendurch kurz, das sei Reggie, weil ich den hab stehen haben sehen und dann sind stehen sehen und dann sind Seismic Sensors angegangen, aber... Was ich noch weiß, sowas ich, immer frage, ja. Wieso... Ich dachte kurz, ich bin es. Kann es nicht einfach ein Self-Report sein? Ja, Conan, ich glaube, du bist tot, egal was ja, ich mache, aber, oder? Aber, okay, gut. Also, ist es... Nein, ich frage ja nur. Es ist denn jetzt, wenn Con es nicht... Weiß nicht, wie sieht's. Ich würde jetzt einfach Zuni. Okay, du würdest Zuni. Wenn du meinst. Dann vote ich mal mit. Jawollo! Schade. Nice. Colin, tut mir leid, ich hatte auch echt keinen Bock drauf, nochmal mit dir zu spielen. Ihr wart also tatsächlich und habt euch gegenseitig gedeckt. Wow. Ja, wow. Das war dann so. Ich war darauf auch überhaupt nicht vorbereitet. Plötzlich sagte, ja, du warst, ich aber war ja bei dir und ich so, hä, im Moment, wer, was? Nee, warst du nicht. Was übrigens ja. Witzig war, ich war wirklich genervt davon, dass ihr da wieder in Gruppen rumgelaufen seid, irgendwie zu zweit und zu dritt zumindest und man niemanden killen konnte. Ja. Und eigentlich hättest du, Xehan, hättest auch sehen können, wie ich Ricky gekillt habe. Ich war noch in dem Communications-Fenster. Ich habe es tatsächlich nicht leibhaftig gesehen, aber ich habe den Report-Button gesehen. Ja, nice. Können wir jetzt noch die alleine rumgelaufen, dann wurde ich von Kommen gekillt. Können wir diesmal eine letzte Runde haben, die auch geil ist? Ja, bitte. Jetzt ja. Schnell die nächste Runde. Let's go. Ich wurde dann von Kommen gekillt und dachte so, okay, jetzt bin ich tot, ich hoffe, das sieht jemand. Und dann läuft Xehan erstmal über die Leiche drüber. Ja, und stimmt, das habe ich auch gesehen. Sekunde später erst reportet werden. Ja, genau, weil ich mich erstmal vergewissert habe, dass da nicht noch jemand war, weil ich war mir halt ziemlich sicher, dass es Kommen war. Ich drück drauf und ich werde nicht, obwohl ich mir gerade auf diesen Kopf drücke. Wenn ich es nicht gewusst hätte, hätte ich als Geist gedacht, du bist das Safe, Xehan. Das war echt lustig. Also ich muss echt stark auf diesen Report-Button achten. Das ist so immens wichtig, dass man da drauf drückt, sobald der loslegt. Das ist so wichtig. Mein Gott. Fight. Was denn gerade? Läuft der mir hinterher? Ich meine, ich will da unten einen Task machen, aber wenn der mir da hinterherläuft, mache ich da überhaupt keinen Task. Gehe ich einmal außen rum. Jetzt ist er... Hä? Jetzt ist er hier wieder. Okay, aber jetzt sind die zu zweit. Jetzt kann mir eigentlich nichts passieren, außer beides sind Imposter. Das war ein bisschen merkwürdig, wie er da... Okay. Och Mann, ey. Immer so. Och, nicht schon wieder. Ey, ihr Wichser, wer war das? So. Wieso müsst ihr eigentlich immer Dani killen? Dani ist schon mal nicht Imposter. Ja. Ah, dann ist das so wahr, denn. Ach, Reggie, Self-Report. Okay, alles klar. Was? Also, das war so, Das war in Vitals. Ich kam gerade von Admin. Ich habe aber niemanden gesehen. Ja, wo war er denn jetzt? In Vitals. Ach so. Er war da in diesem Terminal. Schon ein bisschen ironisch. Also ich sag mal, ich hab ein bisschen Angst vor Kollega, aber er war die ganze Zeit bei mir, das heißt, den Killer hat er nicht gemacht. Ja, Mann, ey, richtig. Ich wollte dich verunsichern, aber irgendwie ist nichts Cooles passiert. Ich fand ein bisschen komisch, wie Fight hinter mir hergelaufen ist, aber das kann auch einfach nur Verwirrung gewesen sein. Du redest von gerade du. Du erzählst, was war komisch rumlaufen. Ja, ich bin jetzt gerade ziemlich gezielt gelaufen bis zu dem Moment, wo du mir hinterhergelaufen bist. Dann bin ich abgehauen. Ja, gerade. Aber sonst? Ja, sonst, wenn ich Imposter bin, laufe ich auch so rum wie du gerade. Wo liegt die Leiche eigentlich? Was? Im Vitals. Vielleicht sagt jeder noch. Das ist lustig, weil sie tot ist.
Und was ist denn Vital? Da, das wo ist, man sieht, ob die Leute Office. Putzen. Rechts im Office. Ja. Hast du gesehen, wie lange die schon tot ist? Die Leiche, meinte Reggie. Ja. Ja, nee. Also, okay. Ich habe nicht gesehen, wie sie getötet wurde. Wer war denn noch alles in dem Contamination Room in Admin? Wer ist, genau, Veit, du warst, glaube ich, mit uns da, oder? Mit Kollega und mir. Contamination Room in... Nee. So in Specimen Room. Veit ist mir hinterhergelaufen von Communications. Wer hatte denn in Specimen Room eine Aufgabe gemacht, bevor ich... Zinni. Zinni war Zinni. Das. Zinni. Ja, Zinni war rum und hat eine Aufgabe gemacht. So, für den Kill würde ich dann wahrscheinlich Zinni und Kollega clearen, weil die waren die ganze Zeit irgendwie... Ach, ich dachte, du wolltest sie dafür nominieren. Schade. Conan war in der Nähe, aber es war noch jemand. Okay, nice. Ich glaube, es war Cehan. Cehan und Conan waren in der Nähe. Was? C3PO? Kann sein. Ehrlich gesagt habe ich nicht darauf, wirklich darauf geachtet, was um mich herum passiert ist, weil ich sehr auf meinen Task fokussiert war. Ich habe die auch fast fertig. Oh, nicht schlecht. Hm. Was waren die letzten beiden denn? Ich muss jetzt noch links unten die Weather Note machen, also da war ich gerade fast mit fertig, als ich rausgecallt wurde. Und dann noch, also da muss ich also nochmal das Labor in Weather Note fixen und dann noch hatte ich noch was im Südwesten. Da ja, weiß ich gerade nicht. Kurze Verständnisfrage, was ist denn Weather Note? Was ist das? Das ist dieses Labyrinth, wo man durch ziehen muss und dann musst du ins Labor gehen und das Ding einmal einen Knopf drücken. Genau, das sind so wieder Stationsdinger. Okay. Fix Weather Note, wenn du mir mal drauf achtet. Alles klar. Egal, ja, keine Ahnung. Was votet ihr, Skip oder was? Ja, also Xehanort kann ich eigentlich sogar auch clearen, weil der war kurz vorher, als ich dann die zweite Runde rumgelaufen bin, wo dann Count Fight nicht mehr dort war. Ich glaube, du warst bei O2 da. Ich sehe wieder Count und Xehan. Stimmt, ich war bei O2, danke. Ja, danke, dass du mich daran erinnerst hast. Ich weiß echt nicht, was mein letzter Task ist. Ich guck gleich mal. Ich drück doch... U-Turn. So... Oh Mann, ich hab mich bei Jan einfach deswegen sus gemacht, weil ich... Oh Mann. Egal, was ich sage, ich mach mich sus, es ist unfassbar. So, hier wollte ich hin. Blim, 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 zack, weiter. Ja komm, wir gehen unten rum, scheiß drauf. Ach, diese scheiß Karte ist immer im Weg. Bidu, ach Licht, jetzt nett. Jetzt mache ich erst die Tasks da oben. Muss nur aufpassen, wenn dieser Report-Button irgendwann aufgeht. Da muss ich echt aufpassen, dass ich das diesmal auch rechtzeitig registriere, wenn da irgendwo einer rumfliegt. Aha. Also Reggie, nein Reggie, dass du die Leiche übersiehst, das glaube ich dir nicht. Ich weiß, ich habe verschissen. Ich habe nichts zu meiner Verteidigung zu sagen. Reggie hat reportet, wie kann eine Leiche über... Hey, okay. Ja, ich hab dich gesehen und er kam mir entgegen und dann ist er zurückgelaufen. Ach so, und dann ich reporte schnell, okay. Ich kann das bezeugen, ich stand an den Kameras. Ich meine, er hat es gerade direkt sogar zugegeben. Oh, danke, also. Xeia, ich dachte erst, du willst mich killen. Nee, ich war mit meinem Task fertig und hab nur überlegt, was du da machst und dann bin ich zu den Kameras gegangen. Okay, also er hat sie auch gerade direkt sogar zugegeben. Okay, insofern. Dann, ich glaube der andere ist Conan, ja, mein aber Geständnis. Das ist jetzt einfach nur eine Vermutung. Meine Vermutung ist, dass Conan der andere ist. Conan, okay, alles klar. Ja, ich hab da so Dinge gehört, aber es ist später. Wie schaffe ich es denn, mich sass zu machen, wenn ich es nicht bin? Ich meine, ich schaffe es locker, mich sass zu machen, wenn ich es bin. Aber wenn ich es nicht bin, schaffe ich es auch. Wie? Warum? Verstehe das nicht. Das ist auch so ein Ding. Okay. So, jetzt noch schnell den und dann sind wir fertig. Dann gewinnen wir über die Tasks. Passt auch. Ach, der geht wieder von vorne los. Okay, den muss man wirklich am Stück machen. Kann jetzt bitte nichts dazwischen kommen. Yes. So. Ab jetzt achte ich auf den Report-Knopf und drücke drauf, sobald er leuchtet. So ein Ding ist da. Okay, Fight ist mir
sehr verdächtig jedes Mal. Wenn ich jetzt, ich mache jetzt nicht das Licht. Geht falsche Licht. Nein, ich bin tot. Ja, komm hier runter. Ja, komm, reporte mich, der du mich verdächtigt hast. Fuck, scheiße. Es ist hier in der Nähe zwischen Security und Elektriker, dieser kleine Gang, vor der Tür liegt eine Leiche. Und zuletzt habe ich da Conan und Veit gesehen. Aber das ist schon ein bisschen her. Könnte sein, dass es da ein anderer war. Aber die beiden habe ich als letztes wahrgenommen. Also ich bin jetzt gerade zuletzt bei zwischen Weapons und Admin rumgerannt, weil ich keine Tasks habe. Warte, hier, Ricardo, bist du auf der anderen Seite der Tür? Nein, ich bin mit dir. Ich habe mit dir die Leiche entdeckt. Ich habe die erstmal reported. Okay, ich habe dich irgendwie nicht gesehen. Ich war voll auf die Leiche konzentriert. Meine Augen waren nur auf dem Report-Button nachher. Also ich habe halt nur. Wo lag die Leiche nochmal Electric, ne? Ja, zwischen Electrical und Security, der halt neben kleiner Gang. Aber keine Ahnung. Wie gesagt, Fight und Corn habe ich zuletzt gleichzeitig gesehen. Dann wollte ich hinterher, hab die Tür nicht richtig aufgekriegt, weil ich nicht aimen kann. Und dann war da auf einmal eine Leiche am Ende. Und ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich Fight war oder ein anderer. Die beiden habe ich zuletzt zusammen gesehen in der Ecke. Ich würde sogar skippen und einfach hier meine Tasks verändert machen. Ich habe nur noch 3. Ja, sind wir uns denn sicher, dass schon ein Imposter tot ist? Wahrscheinlich Reggie, ne? Ja, der hat sich ja zugegeben. Der hat noch die Fahne gerissen und war stolz auf den Tod. Ja, das recht, dann lass kippen. Dann machen wir jetzt noch die 2 Tasks fertig und dann ist es. Ich würde nicht jetzt Kollege voten, sondern einfach nur. Kollege voten? Warum Kollege? Ja, du warst neben der Leiche. Ja, ich hab die entdeckt. Okay. Hätte ja auch sein können, dass du. Ja, wie auch immer, noch 2 Tasks. Ja, wie gesagt, ich hab Fight und Conan. Go, go, go. Genau, go, go, go. Ich bin fertig, ich hab nichts zu tun. Okay, dann schauen wir mal, ob sie rausfinden, wer es war, oder ob sie die Tasks durchbekommen. Ich meine, in der Masse kann er nicht killen, er hat eigentlich keine Chance mehr. Jetzt ist er da allein. Wieso geht Xehan alleine rum? Oh mein Gott, mach doch sowas nicht. Macht doch sowas. Guck mal, der läuft ihm alleine hinterher. Hallo, checkt ihr... Leute, ihr müsst zusammen. War's Fight? Okay. War Fight der andere? Ja, das war Fight. Fight war der andere. Die Runde war okay. Du warst schon am Anfang, als du mir so hinterhergelaufen bist, warst du mir schon verdammt. So, und jetzt wieder das gleiche und dann war diese scheiß Tür zu und ich bin dir nicht entkommen. Ah. Ja, wollen wir nicht einfach Turbo noch eine Runde machen? Ja, eine Runde geht auf jeden Fall. Ja, einer geht noch. Na los, einer geht noch. Daniel und ich, komm. Ich glaube, es ist ja einmal im Poster in der ganzen Zeit. Ja, komm, mach. 8 von 10, 9, Nummer 9, wo ist Nummer 9? Perfekt, da. Let's go. Geil, ein neuntes Bier wäre schon gut, da wäre ich dabei. Poster oder so, zweimal vielleicht. Komm schon, Daniel und ich, komm. Ich und Daniel, ja. Los. Okay, Dani und ich. Ja, da sind wir es endlich, jawollo. Unter uns sind 2 Verräter. Machen wir einmal das Druckknopfviech hier wieder. So. Das ist schon wieder. Ich hasse. Yo, den habt ihr sowas von erwischt. Oh, wow. Das ging schnell. Das ging wirklich schnell. Es kann auch so sagen, so schnell. Aber es ist so dunkel. Die haben den nicht gesehen. Irgendeiner war neben mir und hat mitten die Leiche entdeckt. Ich weiß gerade nicht, wer das war. Ich habe den Report-Button aufploppen sehen, wollte gerade weggehen, weil ich den erst gesehen hatte, als ich weggehen wollte. Und dann hast du die reported. Yo, also ich war auf jeden Fall neben dir, aber ich hab den nicht schnell genug gesehen. Wo war denn die Leiche? Was ist das? Der Gang. Der Gang zum Labor. Genau. Unter der Rakete quasi. Ach, krass. Also, das ist quasi, die beiden Leute, also der Typ ist wahrscheinlich nach rechts gegangen, direkt gekillt und ist halt weitergelaufen oder so. Okay, wer ist denn alles so nach rechts gegangen? Ich bin, also wie gesagt, ich bin hingelaufen in die Richtung, hab den Report, oder also wollte umdrehen, weil meine Task unter der Wand ist, hab dann den Report-Button gesehen
Und dann wurde die aber auch schon reported, bevor ich wieder zurückgehen konnte. Ja, genau. Und ich habe auch die Leiche nur ganz bisschen gesehen, weil halt die Lichter aus waren. Genau, ich habe auch nicht mal die Leiche gesehen. Ich habe nur den Report-Button kurz aufploppen sehen. Nee, aber habt ihr irgendwen gesehen, der auch nach rechts gegangen ist? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe Jan gesehen und halt mich. Wie heißt dieses... Kann es, glaube ich, nicht gewesen sein. Ich glaube, so schnell. Nee, wir waren da quasi nebeneinander. Also das... Ja, ja. Wenn ich das nicht gesehen hätte, wäre peinlich. Dann wäre ich ja so wie Conny. Wer ist denn vor uns gelaufen? War das nicht Zinni? Also ich bin oben rechts zu so einem Weather Note gelaufen. Wer ist denn alles am Anfang nach rechts? Ich wollte zu diesem Temperaturding am Lavasee, aber ich war da gar nicht mehr angekommen. Da wurde Leit gekreuzt, bin ich umgedreht und dann kam einfach der Report. Wer war denn nicht rechts? Ich war nicht rechts. Ja, ich bin aber auch spät in die Runde reingespawnt. Also wo ich beim Dropship angekommen bin, waren irgendwie nur noch ich und ich glaube Kollege da. Weil, also ich habe gerade so das Weathernote-Ding auch gemacht. Das ist doch dieses Labyrinth da, ne? Und dann wollte ich halt zu dem Button laufen. Boah, ich muss ganz schnell aufs Klo, ey. Da muss ja die Leiche gelegen haben. Du hast 60 Sekunden. Ich glaube, es waren Fight oder Zinni, die vor uns waren. Ich war auch gerade bei dem Raumschiff-Ding. Das war auf jeden Fall nicht Dani. An Dani würde ich mich erinnern. Dani ist zu markant. Es war auch nicht hellblau und auch nicht braun. Es war nicht hellblau. Aber Zinni traue ich das definitiv zu. Ja, Zinni traue ich das auch zu. Dass er dann halt einfach schnellstmöglich Conning killen und weiterziehen. Das klingt mal alles zu vage. Ja, ich würde auch skippen. Ich habe jetzt Zinni gewotet. Ich würde ja auch zu, aber ihr votet alles skippen, ne? Ja. Ich habe auch Zinni gewotet. Okay, ihr meintet, ihr hättet die irgendwo vor euch gesehen, ne? Aber ich habe gesehen, dass Zinni auch nach rechts gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob es stimmt, dass er am Weathernote hängen geblieben ist. Der Erste. I don't know. Aber wer ist der Zweite? Klingt mir zu vage. Ich habe es gewotet, scheiß drauf. Jetzt ärgere ich mich, dass ich es gewotet habe. Es ist echt sau vage. Okay. Wow, scheiße. Zinni hat ja eigentlich natürlich noch gar nichts. Zinni und Feanort. Oh, ich hab's geschafft, krass. Aber mit Xehanort hat Jan auf jeden Fall schon mal böse recht. Keiner rausgeflogen. Mit Xehanort hat Jan schon mal richtig recht. Ich hoffe, er bleibt bei diesem Verdacht. Und beobachtet, was los ist. Wo ist denn dieses blöde... Ding. Ach, da runter muss ich. Ja, ist da gut jetzt. Ach, die Asteroiden wieder. God dang it. Juhu. Ah, hier sind wir. Hui! Hui! Oh, das war jetzt mal. Das war ja mal richtig simpel. Xehanort. Vorsicht, Jan. Oh mein Gott. Oha. Das ist. Jan war, glaube ich, fast tot. Und es waren Xehanort und Kollega waren in der Nähe. Fight kam auch von links. Und die Leiche liegt direkt. Weapons der Eingang. What? Die liegt in Weapons? Okay, krass. Ja. Ich war gerade in Weapons und habe meine Task gemacht. Also, ich war nicht in Weapons. Das sage ich ganz klar. Ich kam gerade aus Office. Wer war in Weapons und hat seine Task gemacht? Ich war in Weapons. Kann mir jemand sagen, wo wart ihr gerade alle so? Also ich kam aus Specimen. Ich hatte da das Artefakt sortieren gemacht. Dann kam ich aus dem Decon raus, kam aus Admin und bin dann direkt nach oben gegangen. Richtung Electrical. Dani, wo warst du? Ich habe mit Xehanort war ich in dem Contamination Room da, Admin. Da bin ich hoch raus Richtung Vital, hab geguckt, dass alle lebten auch alle. Bin dann rechts rum um, also oben rum um Vital und bin dann
runter, Communications rein, hab da gesehen, dann war da Kollege, wo warst du? Xehanort und Kollege waren da, dann bin ich runtergegangen ein Stück oder beziehungsweise hab den Report-Button gesehen. Genau. Hat reportet. Also für mich war tatsächlich... Ich habe da keine Leichen gesehen. Also ich könnte mir... Ich war in Rapids und hab hier diese Schiffe da, oder was ist Schiffe, diese Steinchen da abgeschossen. Okay, Xehan, wo warst du? Ich war nicht bei Weapons, also ich war jetzt am Ende bei Electrical. Also ich hatte gerade die Tür. Ich hatte gerade die Tür gegenüber von der Tür von mir, das weiß ich. Ich hatte die Tür geöffnet zu Electrical, ja. Und am Ricardo, wo warst du? Erstmal zu Specimen, dann bin ich Dani gefolgt, der, zu Vital. Hab bei Vital geguckt, hab gesehen, erstmal ganz schnell, Reggie's tot. Und danach, 5 Sekunden oder 7 Sekunden Zündi. Später, ist dann der andere gestorben. Ach, Reggie war auch suspicious. Weil, worauf ich hinaus wollte, ich habe Reggie die ganze Zeit in, also ich war in O2 und habe da meine Task gemacht und ich hatte Reggie zwischendurch in Southwest gesehen, dann ist das Licht ausgegangen, ich bin Richtung Electrical gegangen und dann kam irgendwann kurz danach der Report-Button, als ich Xehan gegenüber stand auf der anderen Seite der Tür, deswegen wollte ich jetzt wissen, ob irgendjemand in letzter Zeit in Southwest war. Südwest. Und am ehesten kommt da gerade Kollege dran, der in Weapons war. Ja, also Southwest war ich die Runde tatsächlich noch gar nicht. Ich bin halt einfach noch nach Weapons gegangen und halt diese Schiffe. Hast du nicht gesagt, in der Nähe von 2 Kills, richtig? Ja, aber also wir müssen wählen. Robjo oder Kollege, du musst ja eigentlich die Leiche gesehen haben. Das finde ich super suspicious. Und nee. Ricky, bist du nicht gerade von Richtung Southwest? Nein, als ich in Weapons reingelaufen bin, war da noch nichts. Ich weiß nicht, bin dir doch genau gefolgt, aber... Aber du bist mir nicht mehr gefolgt, als ich aus Weitel raus bin. Und du könntest auch links wieder rum. Und ich hab 5 Sekunden in Weitel gestanden, du bist mir nicht gefolgt. Und du warst in Admin. Du hast Admin dir angeguckt. Genau. Und warst dann aber in Weitel nicht mehr bei mir. Und dann. Ich glaube, es ist Kollege. Der eine ist Kollege. Glaube ich auch. Ich wollte jetzt Kollege. Aber ich bin. Okay, wenn alle Kollege wählen, dann. Dann wähle ich Ricardo. Soll ich Ricardo wählen? Wer ist Ricardo? Ach, der war das. Ja, okay, das ist halt einfach cool, also, von Robcho haben wir halt nichts mitbekommen, ne? Wir wissen nur, dass es Xehan war. Wurde in Regenbogen gewählt. Ja, das fand ich schön, aber das stimmt. Aber interessant. Macht mich wieder nicht, interessant in jedem Fall. Wäre wirklich interessant zu wissen, ob das jetzt stimmt. Weil er hat ja selber zugegeben, dass er dort war. Das ist schon ein bisschen komisch wieder. Naja. Naja, wir sind jedenfalls fertig. Ach nee, weil Wire sind jetzt... Oh nee. 3 Millionen Einzelmissionen. Und dann können wir Xehan verfolgen. Wenn wir das hier haben. Entschuldigung, dass ich gerne... Wir nehmen halt schon ewig auf. Das ist auch der letzte Part. Frage ist, ob wir noch eine Runde machen dann oder nicht, aber auf jeden Fall ist es der letzte Part. Eine Runde können wir gerne noch machen. Da habe ich nichts dagegen, da wäre ich sogar dafür. Aber ansonsten ist es im Prinzip der letzte Part. Wo ist Xehan jetzt? Wo ist der Xehan jetzt? Der macht gerne dunkel. Könnte man sich mal merken, der macht sehr gerne dunkel. Das Zündetier liegt hier. Okay. Xehan. Aha. Krass, am Motor war es auch nicht. Also ich kam gerade aus Weapons und Fight war noch hinter mir und wir haben am Motor liegen sehen vor Communications. Weil man muss auch sagen, du bist, glaube ich, runtergelaufen und dann wieder hoch zur Leiche. Nee. Sah für mich aus, so aus. Ich kam aus Weapons. Wo liegt die Leiche? Vor Communications, also da, wo du dieses Emergency fixst. Rechts daneben, draußen. Dani, was machen wir denn? Ihr habt beide die Leiche gesehen. Ja, wir sind da zusammen hingegangen. Wobei er vor mir da war. Ich bin gerade aus den Communications rausgelaufen, dann nach rechts hoch und... Also Jan, ich vertraue dir auf jeden Fall. Ich glaube, es ist auch einer von den beiden, von Xehan oder Veit.
Wir waren eben... Ich meine, als Signal, wir waren ja in der Leiche. Jan, warum bist du abgehauen von mir? Wolltest du... Ja, ich habe die Aufgabe in Communications gemacht und wollte dann Richtung Electrical gehen, um das Licht zu fixen. Okay, und das habe ich sogar gesehen. Du bist hochgegangen, habe ich sogar gesehen. Und da war auch da keine Leiche, da waren wir ja zusammen. Ja. Jedenfalls gut zu wissen, dass Kollege es war, offensichtlich. Das ist einer wahr, von denen, die wir rausgevotet. Wir haben nur Kollege rausgevotet. Ich würde ja sagen, wir voten jetzt einen raus und dann rennen wir schnell zum Button und voten den anderen, falls der eine es nicht war. Klingt gut. Machen wir erst. Wen machen wir denn, Dani? Ich tendiere zu Veit. Ich tendiere ehrlich gesagt zu Xehanort. Dann vertraue ich dir, Dani. Dann vertraue ich dir. Du bist innocent. Okay, gut. Okay, habt ihr so mich gewotet oder was? Ja. Gleich. Gut. Okay. GG. Ja, du bist ja irgendwie die ganze Zeit bist du so überall gewesen, aber irgendwie auch nirgends. Ich würde mich nicht wundern, wenn du gleich erzählst, dass du viel gewendet bist. Gut. Ja, Wollo. Ich war kein einziges Mal im Band. Danke, Dani, dass du Jan umgestimmt hast. Also ja, ich war überall, aber ich bin halt quer durch die Welt gelaufen. Ja, es war tatsächlich gut, dass er ihn umgestimmt hat, weil ich hätte gleich eine Emergency gecallt, dann hätte ich nämlich den Knopf nicht drücken können. Oh wow, ja krass. das ist das Ding, genau. Ja, ja. Sobald der Emergency läuft, ist der Knopf nicht mehr aktivierbar und dann kann der Dann wäre der andere tot gewesen, oder? Genau. Nee, da bin ich jetzt ein bisschen ehrlich, man war das gar nichts, ey, so eine Kacke. Ich war nicht wirklich festgelegt auf Fight, deswegen habe ich da, nee, mich Fight da nicht hat so. Sich auf jeden Fall sehr emotional. Also, sehe ich das richtig, dass ihr deswegen den nicht dagegen gewehrt? Sehe ich das richtig, dass ihr dann deswegen am Anfang nicht habt weglaufen von meiner Leiche sehen, weil es dunkel war? Ja. Weil in normaler Helligkeit hättet ihr wahrscheinlich locker gesehen, wie er gerade noch wegläuft. Ja, ja. Das war wirklich. Aber es war total. Ich hab die da hinten noch ankommen sehen, aber ich dachte, ach, es sind Lights aus, die sehen mich eh nicht. Ja, das war. da habe ich mich erst gewundert, aber dann war es klar, ja. Licht war aus. Boah, noch eine Runde. Oh, nee. Okay. Also, mir ist egal. Eine Runde geht von mir auch schon, aber den neuen Part mache ich nicht mehr. Dafür bin ich dann auch zu müde. Ich habe jetzt schon ein paar Mal meine Zuschauer angegangen. Noch eine Runde machen. Eine geht noch mit Daniel und mir. Ja, das ist echt. Das ist richtig unfair. Ich müsste langsam mal ins Bett, aber naja. Eine geht noch. Also letzte Runde. Same. Ja, dann haben wir eineinhalb Stunden Pass fast. Ja, okay, ich muss um 11 Uhr im Zug sitzen, aber naja. Okay, dann müssen wir dann jetzt stoppen. So 23 Uhr oder was machen wir? Satzung. Nochmal Tasks machen und dann ab dafür. Ist schon ein cooles Spiel, ne? Muss man zugeben. Versteht man schon, dass das so beliebt ist. Ja, links, Leute, links. Wo ist Xehan? Okay, Xehan hat wahrscheinlich gesehen, dass ich das mache und ist dann wieder weggegangen. Ah. Oh, hier drin sehe ich gerade, ist ein Imposterloch. Das wäre natürlich auch interessant, so ein Band. Hier drin mal zu machen. Sunny? Okay. Sunny hätte Gelegenheit gehabt. Es hätte eigentlich jetzt recht viele Gelegenheit gehabt. Allerdings, na gut, eigentlich sind. Ja, nicht so wirklich, weil man ja nicht alleine. Okay. Ich habe Reggie gefunden, der lag vor Vitals. Ich habe leider in der ganzen Umgebung niemanden gesehen. Ich habe extra nochmal geguckt. Vor Vitals ist das, was rechts neben Office ist, oder? Yes. Richtig. Der letzte, krass, den ich da gesehen hatte, war Dani. Ja, da war ich, aber vor einer halben Minute oder so. Und das ist schon ein bisschen her, das ist richtig. Ja, ich bin halt durch Specimen durchgegangen, dann als der blöde Dings war, ne? Die Contermination, dieser Fix. Dann war das zum Glück gefixt, dann dachte ich, gehe ich halt Vitals gucken und da war dann alle noch am Leben und dann bin ich runter in Richtung Weapons gegangen. Also ist jetzt keine Anschuldigung, das ist nur der letzte, den ich da gesehen habe. Nee, macht ja Sinn. So. Stimmt, ich hab dich, ja, na klar, ich hab dich auch gesehen. Ja, genau, ich hatte da die eine Task gemacht. Ich hab Cihan auf der Kamera gesehen, der ist. Ich glaube, der hat das nicht getötet. Der hat niemanden getötet. Also wo haben wir denn das letzte Fight gefunden, ja.
Boah, Fight. Wer hat Fight als letztes gesehen und wo? Ich hab Fight gar nicht gesehen. Ich hab ihn gar nicht gesehen. Ich hab ihn auch nicht an Fight gesehen zu haben. Er ist am Anfang nach rechts gelaufen, oder? Ich hab Jan und Conan gesehen. Als wir diese gesehen haben, da habe ich noch fast gedacht, wenn er Imposter wäre, würde er mir wahrscheinlich zu dem Benzinkanister folgen und mich dort abmurksen. Hat er nicht gemacht, deswegen keine Ahnung. Das ist das Einzige, was ich von Xehan gesehen habe. Ich war zu dem Lavasee gegangen, weil ich da einen Task hatte. Und dann habe ich auf dem Rückweg bei Vitals vorbeigeschaut und da lag halt die Leiche. Ich habe die Leiche nicht gesehen auf der Kamera. Das spricht alles gegen Ricardo, ganz klar. Das muss eine neue Leiche sein, glaube ich. Ich habe auf der Kamera keine Leiche gesehen. War die auf dem Kamera? Warst du bis zum Schluss in Security? Nein. Mhm. Achso. Ich bin jetzt rausgegangen. Mach mal Task, nicht, statt Kamera zu gucken. Ich weiß nicht genau. Als du gesehen hast, dass jemand die Leiche entdeckt, bist du aus Security. Welchen Teil von Vitals zeigt die Kamera? Also er lag links. Ja. Das links? Okay, dann ja, der zeigt direkt also wohl zwischen Task, bis zwischen Task und Bildschirm. Das zeigt ja nur den Außenbereich von Vitals. Wo genau in Vitals lag die Leiche? Er lag nicht außen vor Vitals, er lag schon in Vitals und da auch relativ weit links. Aber also laut Map zeigt die Kamera. Kann die Kamera den eigentlich nicht gezeigt haben? Angeblich zeigt sie auch einen Innenteil von Vitals. Aber wenig. Ja, aber er lag schon ziemlich weit drin. Also sehr wenig. Also wenn ich mich dran erinnere, dann ist es so ein kleines Eck. Das ist komisch, wenn du sagst, egal. Wollen wir einfach noch einmal skippen, weil einmal können wir uns dann leisten zu skippen. Ja, würde ich auch. Das ist das erste Voting in der Runde, by the way, aber naja. Wollen wir skippen? Und was? Votet einfach selber. Ich vertraue, das war bevor ich gefragt habe, ob wir skippen wollen, weil meine Informationen sich ein bisschen. Wahnsinn. Das ist auch interessant. Oh, er folgt mir, das gefällt mir gar nicht. Wenn mir jemand folgt, gefällt mir. Wieso gehst du da? Was willst du von mir? Das gefällt mir überhaupt nicht. Zinni. Wir sind jetzt zusammen. Amoto gefällt mir überhaupt nicht. Dani! Das war Amoto, definitiv. Das war easy. Das war Amoto, das hat man gesehen. Hey, holy shit, du bist doch weitergelaufen, Xehan, oder? Ich bin noch mal umgedreht, weil ich euch alle auf dem Stack hab stehen sehen und ich dachte, wer drückt auf Kill und dann habe ich gesehen, das war Alter, definitiv am Motor. Das war Dani. Holy shit. Also ich hatte jetzt gerade gesagt, safe hat Xehan da Conan gekillt. Nee, ihr standet alle auf dem Eck und habe ich gesehen, ich habe die Kill-Animation gesehen und dann gesehen, wie Amoto sich bewegt hat. Das war definitiv Amoto. Oh mein Gott. Dani. Also ganz kurz, wir sind reingegangen Richtung Laboratory. Xehan ist es. Es ist Xehan. Der versucht euch zu... Nein. Okay, ich glaube, es sind Dani und Ricky. Ich meine, es könnte Dani und gesehen, wie Amoto es sind Dani und Xehan. Hallo, hört mir mal kurz zu. Weil sie jetzt Amoto beschuldigen. Das wird es ergeben. Ich habe keine Leiche in der Kamera gesehen. Jetzt sagt er, dass ich irgendjemanden getötet habe, was nicht stimmt. Geil wäre, wenn Ricardo und Xehan beide Imposter wären. Also ich... Was Jan sagt, dass es Ricky und ich sind, macht insofern Sinn, weil wir halt zusammen dahin gelaufen sind und Xehan ein Stück vor uns war. Aber Xehan hat vor uns halt jemanden gekillt. Ich bin da nicht hingegangen, weil ich dachte, ich bin stehen geblieben und nochmal geguckt, ob da jemand killt. Aber warum hat Ricky mich dann nicht gekillt vorher? Es ist Xehan, was hast du denn so zu sagen? Ich bin's nicht. Ich stand meilenweit, als der Kill passiert ist. Warum du hast doch gerade noch gesagt, dass ich an euch vorbeigegangen bin. Ich stand meilenweit von euch weg, als der Kill passiert ist. Halt mal das Schnauzen, Jungs. So wie ich das sehe, haben jetzt Ricky und Dani für Xehan gewotet und Xehan für Ricky, richtig? Ich habe für Amoto gewotet, das ist Ricky, naja. Genau, das heißt, am Ende kommt es jetzt eh auf Rob, Joe und mich an. Genau. Direkt. Oh nein. Aber ich möchte nochmal sagen, ich habe keine Kill-Animation gesehen. Ja. Xehan ist an der Leiche vorbeigelaufen. Dani ist im Defensivmodus.
Was machen wir denn, Rob? Ich bin noch nicht im Defensivmodus, ich beschuldige dich. Das Ding ist, ich weiß nicht, weil du bist an der Leitung. Du beschuldigst mich, obwohl ich fünf Meter daneben stand und Amoto stand genau da drauf, wo der Kill passiert ist. Deswegen hast du auch recorded, wa? Ich habe die Tür geöffnet. Ja, ich bin ja wieder umgedreht, als ich den Kill gesehen habe, bin ich schnell wieder dahin gelaufen und habe den dann reported. Warum? Bevor die Zeit abläuft, lass mich mal ganz kurz was sagen. Und zwar folgendes. Dann würde ich aber auf Dani und Amoto. Ich glaube, es sind Dani und Ricky. Aber warum? Ich vertraue Robchu aktuell weitestgehend. Und dadurch, dass ihr beide sofort euch auf Cian gestürzt habt, ja, der ist die Leiche geschlossen. Aber bitte am Moto, sonst wird es ein Teil. Er ist an der Leiche vorbeigelaufen. Dann votet bitte am Moto. Weil sonst wird es ein Teil. Kollege. Er ist gestoppt, hat die Tür geschlossen. Dann wird Ricky, mach am Moto. Kollege, vote. Danke. Ja, es ist eindeutig. Okay, es ist eindeutig. Aber nee, danke. Habe verloren? Oh, sorry. Nein, eben nicht. Ja, Spoiler, der andere ist Dani, aber ja. Ja, der andere ist Dani. So sieht's aus. Dani fixt selber kommen. Nützt ja auch nichts mehr. Geht an den Button, Leute. Geht an den Button und haut ihn raus. Wieso liegt überall Zinnis Twitch-Ding rum? Ich glaube, es nützt nichts mehr, jetzt hier nach Dings zu gehen, aber wir machen mal weiter. Geist gescannt werden kann. Ne? So kurz vorher. Ja gut, okay. Ich vote mal Dani. Easy. Sorry, Dani. Warum seid ihr denn nicht zu dem scheiß Ding gelaufen, Alter? Das war die falsche Richtung. Bist einfach wieder auf. Ich vote mich auch selbst. Das ist doch kacke, Alter. Das war jetzt richtig. Oh, zum Glück. Okay, nice. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ihr das noch schnell, weil ich dachte, ihr werdet in die andere Richtung unterwegs. Dani, schade, dass ich das Spektakel nicht gesehen habe. Zu schnell im Defensivmodus, wo ich gesagt habe, Moto war es. Nee, das stimmt ja gar nicht. Die haben sich einfach alle mit Kacke beworfen, gingen richtig auf den Sack. Ja, voll. Du halt, wirklich. Ich glaube, Ricky und ich hätten irgendwie uns vorher quasi absprechen müssen, dass wir beide sagen, dass wir gesehen haben, dass du an der Leiche vorbei bist. Dann wäre das eigentlich ein ganz eindeutiges Ding. Dieses seltsam von Xeha, dieses, ich bin über die Leiche gelaufen, das wird so, warum? Das hat mich voll verwirrt. Ich habe in dem Moment voll geschrieben, weil ich dachte die ganze Zeit, Amoto killt mich jetzt, der ist schon die ganze Zeit hinter mir hergelaufen, wie so ein Irrer. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss in eine Gruppe. Und dann kamen Dani und Xeha. Und dann habe ich gedacht, okay, in der Gruppe bin ich sicher. Zack, tot. Die Geschichte, dass Xehan über die Leiche gelaufen ist, hat mich nicht mal wirklich irritiert, weil er das halt vorhin auch gemacht hat, als ich gekillt wurde. Das war ganz eindeutig. Du hast einfach zu viel Bier gesoffen und bist leichtgläubig. So, das heißt, er läuft dann rüber, um zu gucken, ob da jemand ist, den gekillt haben könnte. Oder genau. Für mich waren das nämlich zwei Möglichkeiten. Entweder er macht das, was er vorhin gemacht hat, als er wirklich safe war, oder er spielt das doppelte Big Brain Play und versucht uns damit irgendwie auf die Irre zu führen. Ich habe nicht an das doppelte Big Brain Play geglaubt. Was witzig war in der ganzen Diskussion, ist überhaupt komplett untergegangen, dass es die ganze Zeit ein Double Kill war. Da war Zünni auch noch dabei. Zünni ist gestorben mit Conan. Das habe ich nicht gesehen. Ja. Ich habe nur Conan umfallen sehen. Wenn du das gesehen hättest, wäre das halt, ein eindeutiges Ding. Machen dürfen. Ist zum Glück nicht aufgeflogen, aber. Und Zünni habe ich gar nicht realisiert. War der auch bei uns? Das muss so übereinander. Aber stimmt. Ich hatte mich noch gewundert, weil ich dachte so, da waren doch mehr als nur wir. Oh, sick, das habe ich auch nicht mal gemerkt. Das hatte ich auch nicht realisiert. Ich hatte nur Amoto kurz wegglitschen sehen, weil er halt gerade gekillt hat und dann ist Conan umgefallen. Da war Zünni wohl genau dahinter oder so. Deswegen hast du Amoto. Ich habe nämlich eine Zeit lang, habe ich noch so gedacht, nein, jetzt beschuldigt ihr Amoto, dabei war es ja Dani, aber er hat nämlich dann auch gekillt und zwar Zünni in dem Moment. Oh mein Gott. Das ist die Animation, die mir gezeigt wurde. Die andere Animation habe ich nicht gesehen. Gott, Dani, du bist zu oft Imposter und nie mit mir, ey.
Das ist echt aber Wahnsinn. Aber Dani, das mit dem zu viel Bier getrunken könnte auch sein. Deswegen verlierst du halt so Post auch so. Nee, das war auch schon wieder Fake Play hier. Das war sehr gut kombiniert von dir, Jan. Oh, danke, gut. Jan. Da sind wir rausgeflogen. Rip, reicht. Ja, war doch nice. Geflogen war doch ist ein nice. Zeichen, oder? Haben wir wieder eine ganze Menge erlebt. Das kann man so sagen. Das kann man Imposter, so sagen. Imposter und wir haben eine neue Map gespielt. Imposter sein ist. Heißt, in der, wann immer die nächste Aufnahme ist, dann mal Mira HQ oder das für Luftschiff. Ich verstehe kein Wort, aber. Ich dann trinkt man auch 3 Bier, ich verspreche es. Ich sag erstmal nein, weil ich weiß nicht, was das ist. Setzt euch an bei den Maps. Ach so, Wir machen ja, also wir hatten eigentlich so gedacht, jede Aufnahme eine andere Map sozusagen, deswegen. Und beim nächsten Mal, Conan, verspreche uns, beim nächsten Mal ist dann LeChuck mit dabei. Oh, bitte nicht. Ich habe absolut keinen Kontakt mehr zu ihm. Wenn ihr ihn herschafft, dann ja, nein. Gerne. Stopp. Aber ich schreibe ihn an über seine Webseite. Im Kontaktformular. Hat er ein Gästebuch? Kontaktformular. Gästebuch. Oh, Scheiße. Läuft die Aufnahme eigentlich noch? Ja, es läuft noch. Ah, okay, dann bende die mal. Ich habe mich noch nicht. Okay, Leute, das muss ich tatsächlich letztes Mal gemacht haben, LeChuck über Kontaktformular nach einem Inferi-Level fragen. Oh, nein, da macht das nicht. Inferi Mario ist richtig Dreck. Wer hat das gesagt? Damit schließen wir ab. Perfekt. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Tschüss.